verlänglich, das muss ich jetzt nochmal drehen ziehen. Dann die mal in der Mitte eine Kuhle machen für unseren Hase. Man kann es mit Rollholz machen oder kann es mit dem Zuhütz machen. Das war der Kopf vom Hase und das dahinter war der Schulter. Kopf, indem man da hinter der Schunke abschneidet. Jetzt sieht er noch ein bisschen blöd aus. Weiter nie. Jetzt sieht er wieder raus. Aber man kann jetzt das umlegen. So, und jetzt haben wir schnell die Schunke. Indem man hoch. Die Therme oder Rohre. Auf dem links rechts Säge. Wenn man das gescheit macht, dann hätten wir da Vorderfüß. So. Links rechts Säge, sodass er nicht passt. Dann machen wir da. Ja, so. Okay. So, und so soll er ungefähr aussehen. Horn schneide hier rein. So. Dann schneide ich hier die Beine raus. Also das oder okay. Wenn das soweit ist, machen wir es ein bisschen länglich. Ja. Ganz okay. Das ist das unten dann.